wie du dein CDJ Jogwheel Skinset auf deine CDJ bekommst. Ich bin Daniel von DJ Skins und ich zeige dir in diesem Video, wie du am besten und am einfachsten dein Skin auf deinen CDJ bekommst. In dem Produktumfang bekommst du immer zwei Skins für deine beiden CDJs, die du hast. Ob es jetzt ein CDJ 1000, 800, 2000er, 2000 Nexus und so weiter ist, spielt keine Rolle. Das System ist das gleiche. Ich zeige es dir nur exemplarisch an dem 2000er. Das Skin hat auf der Rückseite, was jetzt orange eingeblendet wird, eine Fläche, die auf jeden Fall auf dem Skin drauf bleibt. Die kommst du nicht runter. Also du ziehst im Grunde das Skin aus dem Träger. Und wie du siehst, bleibt hier eine graue Kante stehen. Und jetzt kannst du selbst entscheiden, möchtest du dein Display ebenfalls gecovert haben oder nicht. Du kannst es nachträglich noch rausnehmen, wenn du möchtest. Es ist perforiert hier drumherum. Aber du solltest auf jeden Fall schon mal auch hier den Träger mit runterziehen. Super. Jetzt siehst du, dass hier noch eine weiße Fläche übrig bleibt. Das ist ein Papier, das haben wir gelasert und draufgebracht, um diesen Teil des Jogwheels zu schützen. Es geht halt darum, dass hier eine Grip-Beschichtung drauf ist und die Qualität von dem Jogwheel leider manchmal bei einigen halt so schlecht ist, dass egal was du da drauf packst, egal in was für einen Anspruch, also wie du es beanspruchst, das Jogwheel, dass du diese Beschichtung da wieder mit runterziehst. Egal was du damit machst, was du da drauf klebst. Wir haben es schon ausprobiert mit keinem Kleber, mit so gut wie mit dem ablösbaren Kleber. Wir haben alle möglichen Varianten ausprobiert, um die beste Lösung daraus dafür zu finden und sind jetzt dabei geblieben, etwas anzubringen, nachträglich, was überhaupt nicht mehr klebt. Deswegen ist dieses Papier zum Schutz da und es muss auf jeden Fall hier auf dem Skin drauf bleiben. Jetzt klebt das Skin an sich nur noch auf diesem kleinen grauen Rand, den man hier sieht, außen und auf dem grauen Rand innen. Jetzt ist er noch perforiert, weil ich mich jetzt dafür entschieden habe, das Display mit zu covern. Und im Grunde ist der Rest ganz einfach. Du legst das Skin nur noch drauf. Die Klebekraft ist ja so gut wie gar keine mehr da. So, selbst wenn, hier ist unser Easy Apply mit hinter, was von der Technologie es halt sehr einfach macht, das Skin aufzubauen. Aber der Rest ist jetzt halt sehr einfach. Du positionierst es jetzt nur noch. Ich achte darauf, dass ich quasi den an den beiden Seiten noch hochhalte, dass er dort in der Mitte ist und dort in der Mitte. Und da kriegst du schon ein Gefühl für. Also da siehst du halt recht schnell, ob du dort gut in der Mitte stehst. So, im Grunde liegt es schon, das war's. Und jetzt nur noch einmal diese Seite hier feststreichen. Hier drin halt auch noch. Und das war's schon. Im Grunde ist jetzt schon alles fertig. Falls du dich dafür entscheidest, noch nachträglich dein Display wieder frei haben zu wollen, suchst du einfach was Spitzes, ein Messer zum Beispiel. Ich habe jetzt hier ein Skalpell. Gehst unter eine Ecke drunter. Es geht halt nur darum, dass du eine kleine Fläche zum Anpacken hast. Jetzt ist es schon hier, das an den vorperforierten Stellen, das sich dann löst. Super. Das war's schon. Du kannst dir jetzt im Anschluss des Videos noch anschauen, was Steve Aoki über uns zu sagen hat. Es ist ein Shoutout, den er uns auf dem Tomorrowland in Belgien 2015 gegeben hat. Dort durften wir seine komplette Stage, seine Dimax Stage, customizen. Wenn dir das Video soweit gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, Kommentare oder Anregungen, bitte kommentiere sie unter dem Video. Und wenn dich mehr interessiert, was dieses Who's Who der DJ-Szene noch für Tipps an dich haben, dann abonniere den DJ's Face Channel und ich wünsche bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Mixen. Bam!
Hey, what's up? It's Steve Aoki. DJ Space is the bomb. They hooked us up on our stage, did all our CDJs and mixers, and they worked faster than I've ever seen anyone work. So try them out. DJ Skins.